Ob er gegen Braunschweig wieder das FCA-Trikot anziehen darf, steht noch nicht fest. Raúl Bobadilla wollte sich zu seinem Ausrutscher nicht äußern. Ob der Trainer ihn schon wieder auf dem Zettel hat? Das werden wir entscheiden, je nach Trainingsleistung. Es war Kleinigkeit, Sie haben es gesagt, wir haben darauf reagiert und damit ist es erledigt. Auch hinter Kevin Vogts Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Nach Adduktorenproblemen absolviert er Einzeltraining. Gegen den nächsten Abstiegskandidaten muss der FCA alle Kräfte bündeln. Denn zu Hause werden die Braunschweiger um alles kämpfen. Ja, wir haben ja schon mehr solche Spiele gehabt und wissen auch, um was es geht. Von daher, wir fahren dahin und wollen 3 Punkte holen in einem wichtigen Spiel für uns, weil wir Platz 8 verteidigen wollen, eventuell die Chance uns aufrechterhalten wollen um Platz 7. Und deswegen fahren wir optimistisch und zuversichtlich und kampfeslustig dahin. Es wird schwer, weil Braunschweig es geschafft hat, sehr kompakt aufzutreten, auch daran zu glauben, jetzt die Klasse doch noch halten zu können. Die haben die Fans im Rücken, werden sicher sehr gut unterstützt und da gilt es wieder genauso konzentriert aufzulaufen wie gegen den HSV. Da hat unsere Mannschaft wirklich ein tolles Spiel gemacht und von der ersten Sekunde an sehr mutig gespielt, sehr viele Torchancen sich erarbeitet und das ist unser Ziel auch wieder für Braunschweig. Es ist kein Geheimnis, dass Manager Stefan Reuter sich in Augsburg wohlfühlt. Das unterstrich er jetzt, indem er seinen Vertrag gleich bis 2018 verlängerte. Es passt. Wir arbeiten hier sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Es entwickelt sich sehr gut und unser Ziel ist es, den FCA zum stabilen Erstligisten zu machen. Da will ich mitmachen. Stefan Reuter ist ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung in den letzten 1,5 Jahren und da arbeiten wir sehr gut zusammen. Von daher bin ich sehr froh, dass das funktioniert hat. Mit ganz viel Glück könnte es diese Saison sogar noch für die Euroleague reichen. Das entscheidet sich vielleicht schon dieses Wochenende. Ja, das ist schon sehr weit weg. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Spiele gewinnen, wollen den Platz, auf dem wir stehen, Platz 8, auf alle Fälle verteidigen und das ist Ziel genug. Und das allein wäre schon der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.